Dort schien eine Passage zu sein, die nach Norden in die Berge führte. Der Zugang jedoch war versperrt und lag in für mich unerreichbarer Höhe. Vielleicht würde ich ja später ein Mittel finden, diese Hindernisse zu umgehen. Also wir bekommen hier schon immer wieder Hinweise für Wege, die später mal passierbar sein werden. Der Zeitstromraum und natürlich auch diese Passage hier in den Norden. Das ist ja wieder ein bisschen das modulare System in diesem Spiel, wie auch schon in Soul Reaver 1. Und ja auch schon in Blood Omen, dass wir Orte öfter aufsuchen müssen. Zu späteren Zeitpunkten im Spiel. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter und versuchen irgendwie auf die Terrasse zu gelangen, wo wir Vorador erblickt haben. Ich finde es sehr schön, dass man beschlossen hat, die alten Figuren wieder auftauchen zu lassen in diesen Spielen. Oh, da komme ich her, sehe ich gerade. Also vor allem Vorador war immer eine meiner absoluten Lieblingsfiguren. Habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass der hier wieder vorkommt. Und es wird nicht bei diesem kurzen Anblick bleiben, den wir jetzt gerade hatten. Der bekommt schon noch eine etwas größere, Rolle. Ja, und wie gesagt, wir treffen in diesem Spiel viele Bekannte wieder. So, hier über die Mauer drüber. Wow. Bitch. Hey. Noch eine. Ja. Blocken sollst du, Meister. Ja. So. Ich hätte gerne auch so eine Lanze, die würde mir, glaube ich, besser gefallen. So. Hat eine etwas größere Reichweite, bilde ich mir ein. Außerdem sieht sie stylischer aus. So. Hoch mit dir, Raziel. Wir haben noch viel zu tun. Mein umherschleichender Freund war nirgends zu sehen, doch ich fand diese Ruinen ohnehin viel interessanter. Diese mysteriösen Symbole hatte ich schon im Raum unterhalb der Säulen gesehen. Und mir wurde klar, dass auch dieses Heiligtum versiegelt war und nur der Träger des Reavers es öffnen konnte. So, also die Terrasse haben wir gefunden. Vorador nicht. Dafür hier wieder eine Tür, die wohl nur der Soul Reaver öffnen kann. Das hatten wir ja schon mal. Gehen wir doch mal hinein, gucken, was uns da drin erwartet. Ja, erstmal ein Gegner. Was ist das denn für ein Ding? Sieht aus wie irgend so ein Aztekenkrieger oder sowas in der Art. Der hat ein komisches abgebrochenes Schwert in der Hand. So. Los, aus, feiern. Ah, das Schild kann man mitnehmen. Ja, das muss man bestimmt da drauf pressen. Jo, dachte ich's mir doch. Ja, das müssen wir wohl in die Spektralwelt. So, Leute, was wollte ich euch erzählen? Ja. Dem einen oder anderen mag es vielleicht auffallen. Ich weiß nicht, wie stark man das jetzt dann wirklich hören wird, aber ich höre mich ein wenig anders an. Warte mal kurz, ich mach mal schnell dieses Lurk hier platt. Die regen mich gerade. Uff. Ja, ich habe ein neues Headset. Das war nämlich das, was ich ein bisschen mit technischen Schwierigkeiten meinte. Mein altes Headset hat die Grätsche gemacht. Einfach so, ohne jeden Grund. Fand ich ein bisschen scheiße. Hab mir dann ein neues Headset gekauft. Auch wieder jetzt nicht das teuerste, weil sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht ein. Oh cool. Genau, das suche ich ja.
Ah ja, das Ding brauchen wir bestimmt. Was ist denn das? Ein Spiegel? Oder eine Platte, die wir mitnehmen müssen? Also irgendein Teil, das wir bestimmt brauchen werden. Umschauen geht ein bisschen scheiße, das erkläre ich euch jetzt dann später auch nochmal. Egal. Ja, also wie gesagt, das neue Headset ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Sitzt sehr viel bequemer auf den Ohren. Beim alten habe ich dann halt Zeit immer ein bisschen Druckstellen bekommen. Das ist jetzt eigentlich besser. Ich kann Lautstärke regeln, Mikrofon stumm schalten und so weiter. Das ging beim alten alles nicht. Da konnte man eigentlich gar nichts einstellen. Das war eigentlich ziemlich scheiße. Aber ich fand, dass das alte Headset einen ganz guten Klang vom Mikrofon hatte. Und der gefällt mir bei dem hier jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so gut. Das ist so ein Taufbecken. Also an und für sich nicht schlechtes Headset, aber das Mic war im alten besser gewesen. Zu. Okay. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Ach, dann aus. Dementsprechend, naja, probieren wir es halt mal mit dem Headset hier, weil ansonsten finde ich es eigentlich ganz geil. Aber eben sorry dafür, dass jetzt ich meine Stimme vielleicht nicht mehr ganz so. Uah, da ist ja noch einer. Ja, da sind noch zwei. Alle hier. Oh, ah, hey, meine Mätzchen. Ja, es hat keine Chance gegen mich hier. Ja, wie gesagt, sorry dafür, wenn jetzt meine Stimme nicht mehr ganz so sexy klingt wie vorher. Es liegt am neuen Headset. Oh, jetzt geht mal da hoch. Überall in diesem Heiligtum waren Fresken der geflügelten Rasse sowie des apokalyptischen Krieges gegen ihre mysteriösen und gleichermaßen unmenschlichen Feinde zu sehen. Diese geflügelten Wesen, so schien es, waren nicht nur die Architekten der Säulen, sondern auch die dieses rätselhaften Ortes. Und ähnlich wie der Säulenraum war auch diese Weihestätte durchgehend mit Bildern des Reavers geschmückt. Stets ehrfürchtig dargestellt als heilige Ikone. Ja, die Geschichte aus den Wandbildern wird fortgesetzt. Das haben wir ja bereits in dem Raum unter den Säulen gesehen, dort wo wir unseren alten Tintenfischfreund wiederentdeckt haben. Dass hier uns eine alte Geschichte erzählt wird von zwei Rassen, die Krieg gegeneinander geführt haben. Eine geflügelte Rasse, die gegen eine andere, sehr unmenschlich aussehende Rasse zu Felde gezogen ist und diese andere Rasse dann wohl auch verbannen konnte. Selbst dafür aber zu Vampiren wurden, den Fluch des Blutdurstes geerbt haben. Also so viel haben wir jetzt erfahren aus den Geschichten bisher. Die geflügelte Rasse scheinen also so die Vorfahren der Vampire zu sein. Wer die andere Rasse ist, das wissen wir noch nicht und das werden wir auch in diesem Spiel noch nicht erfahren. Aber es gibt ja noch zwei Teile. Und da haben wir einen riesigen Edelstein. Ja, und hier haben wir einen Mechanismus, den wir in Gang setzen müssen. Wir befinden uns hier nämlich im ersten, ja, Rätsel-Dungeon. Also im ersten Dungeon in diesem Spiel, wenn man so will. Mhm. Hier seht ihr ein Podest, da muss wahrscheinlich das Teil drauf, das wir vorhin mal gesehen haben, weil die Halterung, diese Klaue, diese stilisierte, sieht zumindest genauso aus. Also da müssen wir das Ding drauflegen. Ja, wir befinden uns hier in einer Schmiede. In einer Schmiede für den Reaver. Diejenigen, die Soul Reaver 1 gesehen haben, erinnern sich vielleicht noch an die Feuerschmiede, die es dort gab. Und etwas Ähnliches können wir auch hier machen. Okay, das Ding können wir drehen. Ah, sehr schön. Von diesen Schmieden gibt es insgesamt 4 Stück in diesem Spiel. Und wir können den Reaver, den Soul Reaver hier mit 4 verschiedenen Elementen aufladen. Und dafür sind dann diese Becken wichtig.
die immer wieder im Spiel aufgetaucht sind und von denen ich gesagt habe, dass die später mal noch wichtig werden. Denn das sind quasi Taufbecken für das jeweilige Element, mit dem wir den Reaver schmieden können. Welche Elemente das sind, verrate ich jetzt mal noch nicht. Oh cool, den hat er gleich mal in der Mitte zerlegt, auch nicht schlecht. Wow. Und das hier sind wohl sowas wie die Wächter dieser Schmiede. Wächter, die vielleicht von der geflügelten Rasse erschaffen wurden, die diesen Ort hier erschaffen haben. Wer weiß. Vorfahren der Vampire. Oder wer auch immer. Viele Rätsel, wir wissen es noch nicht, aber wir finden es heraus. An diesem Ort beginnt das Ganze. Ja, musste mal kurz gähnen, Entschuldigung. Hauen wir erstmal den Slurp aufs Maul. So, was haben wir denn hier? Ein blaues Feuer. Was macht es? Es leuchtet blau. Was haben wir denn hier jetzt? Ist das nicht wieder der Anfangsraum? Oh, was ist denn das? Ein Mega-Slurp! Das ist mal ein krasses Viech. Der ist ein bisschen größer als die anderen. So. Alle her zu mir. Auch das fette Teil. So. Ja. Also, hier sind wir in der Spektralwelt. Und ich habe das Gefühl, dieses Podest, was wir da gerade gesehen haben, das ist bestimmt wieder so ein Ding, was jetzt dann schrumpft und wächst. Ja, als hätte ich's gewusst. Und schon wieder hier Kämpfer. Boah, das war nicht gedacht, nicht. Hey, hey, hey. Also fangen wir halt mit dir an. Brauchen wir nicht eine Waffe. So. Naja, komm mal her. Paar aufs Maul. Kannst du gerne haben. So. Jo. Also. Nachdem wir ja jetzt, wie gesagt, bisher relativ viel Storyline auf einen Schlag hatten und eigentlich nicht viel wirklich viel machen mussten, haben wir jetzt eben den ersten größeren Dungeon erreicht, wo es mal wieder Rätsel zu lösen gibt, Gegner aufs Maul hauen zu gilt, mich mal wieder anstelle und wahrscheinlich ewig den Weg nicht finden werde. Ich weiß es nicht mehr genau, also ich bilde mir ein, dass die Rätsel nicht mehr ganz so fies waren wie im ersten Soul Reaver Spiel, aber sie sind schon auch nicht ohne, also ich bin mal gespannt, wie gut ich hier durchkomme. Zumal das hier mit der Steuerung alles nicht ganz so leicht ist. Ich habe hier immer noch ein paar leichte technische Probleme, wenn man so will. Warte mal, da bin ich hergekommen. Da klettern wir jetzt mal hier an der Seite hoch. Oh, entschuldigt, dass ich hier ab und zu mal ein bisschen gähnen muss. Ich hatte eine etwas kürzere Nacht hinter mir. Aber ich wollte jetzt einfach endlich mal wieder spielen, weil ich jetzt schon so lange nicht mehr gespielt habe und heute endlich mal Zeit habe. Zumindest ein... Hallo, warum fliegst du Arsch nicht? Was war das jetzt? Weil er seine Flügel irgendwie nicht aufmachen. Ich jetzt zumindest mal ein bisschen Zeit habe, um mal wieder zu spielen und mal in das Spiel wieder reinzukommen. Bevor das hier noch ganz einschläft. Ich habe mir ja fest vorgenommen, Legacy of Kain-Reihe hier komplett durchzuspielen und das habe ich auch nach wie vor vor. So, hier müssen wir jetzt bestimmt wieder diesen hier, genau. Und deshalb müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier weiterkommen.